Hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 meines letzten Videos als normaler Angestellter. Meine lieben Freunde, ich habe euch in Teil 1 die gesamten Beweggründe erklärt, warum Dinge sind, wie sie sind. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, schaut bitte oben rechts in die Infobox. Das dürft ihr nicht verpassen, denn ansonsten werdet ihr wahrscheinlich Teile in Teil 2 gar nicht verstehen. Das ist wirklich ein wahnsinnig privates und emotionales und persönliches Video. Und das habe ich auch wirklich nur für mich gemacht, um einfach mal Dinge aufzuarbeiten. Aber vor allen Dingen auch, um euch mitzunehmen, warum ich jetzt an diesem Punkt bin, warum für mich jetzt mit Stand 1. 9. ein komplett neuer Lebensabschnitt beginnt und vor allen Dingen auch für meine Familie. Und vor allen Dingen auch, welche wahnsinnig große Rolle ihr in diesem gesamten Konglomerat spielt. Ich wünsche euch viel Spaß bei Teil 2 und wir springen einfach mal rein. So, Ende März 2024. Und ich kann euch eins sagen, wenn man auf etwas wartet, vergehen die Tage absolut nicht. Worauf warten wir gerade? Ich warte persönlich ganz, ganz stark darauf oder ganz dediziert darauf, auf einen Neuanfang, auf den neuen Lebensabschnitt, auf unser Zuhause wieder. Meine Kinder warten ganz doll drauf. Meine Frau wartet drauf, wieder in den Garten zu gehen, in unserem Haus weiterzumachen, wieder vernünftiges Brot zu essen. Und es ist erstaunlich, wie sehr sich sowas ziehen kann. Wir haben jetzt noch knappe 3 Monate vor uns, die wir wirklich auch füllen müssen mit dem ganzen Umzug. Riesengroßen 40-Fuß-Container vollpacken mit unserem kompletten Haushalt. Wir müssen hier den gesamten Haushalt wieder auflösen, 2 Autos loswerden, den ganzen Papierkram, Behörden, Steuern, all diese Gänge, all diese Dinge, die man braucht, um ein ganzes Leben abzuschließen. Weil wir schließen hier jetzt wieder einen Lebensabschnitt ab, der ja einfach, der zu uns gehörte. Ja. Wir haben hier für 3,5 lange Jahre unser Leben komplett umgestaltet. Leute, und das mit 4 Kindern in einem komplett neuen Land, mit einer komplett anderen Infrastruktur, mir fällt es immer wieder auf, wenn ich darüber rede, was wir eigentlich aufgegeben haben. Wir haben unsere gesamte Familie für 3,5 Jahre zurückgelassen. Wir haben alle unsere Pläne, die wir in unserem Haus hatten, in unserem Grundstück hatten, auch die wir finanziell hatten, haben wir komplett umgestrickt. Und wisst ihr, es tut mir immer noch weh, wenn ich merke, wie viel ich persönlich aufgegeben habe oder investiert habe. Lass es mich nennen, investiert. Wie viel ich persönlich investiert habe in Form von meiner Familie, meiner Zeit, um hier an dem Standort etwas voranzubringen und dann letztendlich nicht das zu bekommen, was abgemacht war. Versteht mich nicht falsch. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Es ist alles gut. Ich bin mit allem cool. Das ist ein Interessenkonflikt. Jeder hat sein eigenes Interessen. Jeder hat seine eigene Meinung über fair und nicht fair. Und das kann ich sogar verstehen, dass da ein Unternehmen andere Ziele hat, als ich es habe. Und dass man sich vielleicht auch über eine gewisse Zeit auseinanderlebt. Das ist in Beziehungen so. Das ist auch bei einer Arbeitsbeziehung so. Das ist vollkommen okay. Aber man merkt dann einfach auch faktisch, wie viel man dann doch wert ist. Und das tut mir persönlich weh. Wir freuen uns alle mega auf unser Haus, wir freuen uns auf unsere Familie, wir freuen uns wieder in unser altes Leben reinzukommen, was wieder komplett neu wird, wisst ihr? Versteht ihr? Also es wird ja alles wieder, wir fangen wieder von null an mit einem kleinen bisschen Start. Das ist gut. Wir freuen uns auch darauf, dass dieser neue Lebensabschnitt beginnt. Mit einer neuen Herausforderung im Job, in unserem Job. Es wird auf jeden Fall, es wird sich so viel ändern, es wird so wahnsinnig groß werden. Wir haben so viele Gedanken, was wir alles machen wollen, was wir voranbringen wollen. Ich traue es mich immer gar nicht laut zu sagen, aber auch YouTube ist da so ein enorm großer Teil geworden. Und ihr alle, die das jetzt hier noch seht, wenn ihr noch nicht abgeschaltet habt, ihr habt das auch alles dazu gemacht. Und daher, ich kann auch meine Dankbarkeit mal gar nicht so wirklich in Worte fassen, in Worte verpacken, für das, was ihr hier gerade ermöglicht. Denn ein jeder von euch, der das gerade guckt, trägt dazu bei. Und das sind nicht die Partner, die mich bezahlen mit wirklich guten Summen. Natürlich, ich muss dazu auch fairerweise sagen, für gute Arbeit, die ich mache. Sondern ohne einen jeden Einzelnen von euch wäre das gar nicht möglich. Hätte ich jetzt keine Scheißperspektive und könnte meine Familie gar nicht ernähren. Danke dafür. Wirklich danke. Aber darum sollte es heute eigentlich gar nicht gehen. Ich wollte euch eigentlich erzählen, wie sehr sich diese letzten 3 Monate jetzt noch ziehen. Wie krank man auf diesen Abflugtermin hofft oder hinfiebert. Wir haben noch, ich glaube, 6 schöne Tage New York vor uns. Wir haben ein geiles Hotel gebucht. Ich habe in meinem Leben noch nie so viel Geld für ein Hotel ausgegeben. Aber
sei es drum. Es ist das letzte Mal in New York, das letzte Mal Amerika mit der Familie zusammen. Wir haben 5 Blocks entfernt vom Times Square uns ein Hotel gebucht. Mit Dachterrasse, mit Pool auf der Dachterrasse. 2 Zimmer, eins für die Mädels, eins für meine Frau und mich und die beiden Kleinen. Und das wird so unser Abschied von Amerika werden. Es wird ein schöner Abschied von Amerika werden, weil wir einfach dieses Land hier mit all den Höhen und Tiefen, die wir hatten, gebührend verabschieden können. Und da freuen wir uns drauf. Für die Kinder wird das hoffentlich auch ganz toll werden, weil gerade unsere Großen haben unglaublich viel Dreck gefressen in den letzten Monaten. Ich habe das gar nicht erzählt, aber Rassismus am eigenen Leibe zu erleben. Ich habe damit gerechnet, als wir nach Amerika gekommen sind, dass wir aufgrund unserer deutschen Herkunft irgendwo auch Repressalien ausgesetzt sein werden. Aber ich habe gehofft, dass meine Kinder davon verschont bleiben. Und leider ist genau das Gegenteil passiert. Unsere beiden Großen haben in der Schule richtigen Spießrutenlauf gehabt für ein paar Wochen. Und ich meine Spießrutenlauf in Form von Verleumdungen, Betitelungen, die ich hier gar nicht nennen möchte, die mit dem Dritten Reich in Verbindung gebracht wurden. Und meine Großen, die waren so stark, ne? Die sind so emotional gefestigt gewesen, dass sie das ertragen haben und zusammen mit uns da durchgearbeitet sind. Und wir haben wirklich, jetzt könnt ihr euch nicht vorstellen, wir sind bis ans oberste Gremium gegangen, damit die Schulen endlich agieren und endlich diese Rassismus-Scheiße in Schmierereien auf den Toiletten, in Briefen, in Anrufen an meine Töchter mit verstellter Stimme über einen Google Translator, dass das endlich aufhört. Und da hoffe ich einfach, dass meine Mäuse da auch ein bisschen Kraft rausschöpfen können aus diesen letzten Tagen. Weil nochmal, wir haben hier so viel persönlich investiert, um diesen Standort hier, dieses Werk hier in North Carolina einfach nach vorne zu bringen, dass ich, und das hoffe ich, sage ich jetzt auch zum allerletzten Mal in diesem Video, immer noch enttäuscht davon bin, dass das, was versprochen wurde, nicht eingehalten wurde. Ihr merkt, ich bin da auch wirklich persönlich, ich bin da immer noch nicht drüber hinweg. Ich habe ein sehr hohes Level an Verständnis dafür, aber ich wiederhole mich wieder, sorry, es tut einfach weh. Ja, ist wieder einfach ein kleines Statement, was ich euch einfach mal geben wollte. Einen kleinen Teil meiner Geschichte, den ich erzählen möchte, den ich euch einfach auf der Reise mitnehmen will. Was ich auch jetzt hier tatsächlich zur Rezension packe, dass ihr darüber urteilt, darüber richtet. Und ich bin so unendlich dankbar für meine Familie und ich bin auch wirklich dankbar über euren Support, über eure Hilfe, über alles das, was ihr macht, für jeden Kommentar, für jedes Like, für jedes Teilen, weil das einfach, nochmal, das ist halt einfach eine Perspektive, die ich sonst nicht hätte. Und ich freue mich, mehr Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Ich freue mich, mir selbst was aufbauen zu können. Ich habe niemals daran gedacht, mich selbstständig zu machen. Niemals. Weil ich es geliebt habe, mit dem Kopf in der Arbeit zu stecken, im Team zusammenzuarbeiten, mit Kollegen, mit mega geilen Vorgesetzten, die ich bisher immer hatte, die mich immer gewertschätzt haben, die mich immer nach vorne gebracht haben. Und irgendwie war nie der Gedanke oder der Wunsch da, mich überhaupt selbstständig zu machen. Ich kann das. Ich bin wortgewandt, ich bin eloquent, ich kann überzeugen. Mir hat mal jemand gesagt, ich könnte auch einen Eskimo im Kühlschrank verkaufen. Ja, gut, okay. Es ist gut so, wie es ist. Es ist gut so, wie es gekommen ist, denn jede Entscheidung, jedes Wort, jede Handlung, jeder Fehler, jedes Gute im Leben hat mich zu diesem Punkt heute, zu diesem Punkt gebracht, an dem ich jetzt bin. Mit meiner Erfahrung, mit meinen gemachten Fehlern. Und haben dafür gesorgt, dass ich das machen kann, was ich jetzt mache. Ja, wie gesagt, Ende März 2024. Es sind nur noch 3 Monate, bis es wieder zurück nach Deutschland geht. Und wir freuen uns. Ich freue mich, im Haus wieder zu bauen. Ich freue mich, mich dreckig zu machen. Ich freue mich, Wände hochzuziehen. Ich freue mich, mein Studio einzurichten. Ich freue mich, einen komplett neuen Weg im YouTube-Space zu gehen. Mit neuem Content. Mit euch zusammen. Und das wird gut werden. Das wird interessant werden, das wird spannend werden und ich freue mich über jeden, den Weg mit zusammengeht. Ja, meine lieben Freunde, und so wirklich wissen, wie jetzt meine Beziehung zu meinem Arbeitgeber ist, tut ihr eigentlich noch gar nicht. Die einen oder anderen haben es bereits schon mitbekommen in der Telegram-Gruppe, aber auch in privaten Gesprächen.
Ich bin Stand 01.09.2024 selbstständig. Mein Arbeitgeber und ich, wir haben uns einvernehmlich getrennt. Es ist auch alles in Ordnung. Wie ich es auch schon zu Ende Teil 1 gesagt habe, bitte kein Hate, bitte keine Hasskommentare, bitte nicht irgendwie ausfallen werden. Alles das, was wir geklärt haben, ist vollkommen in Ordnung für beide Seiten. Wir sind cool damit und hat mich vor allen Dingen jetzt auch in die Situation reinversetzt, nochmal ein paar Dinge zu ordnen und vor allen Dingen auch hier ordentlich weiterzumachen. Ich habe tatsächlich auch noch 3 oder 4 Endteile aufgenommen. Noch als ich in New York war, schon bevor wir nach New York geflogen sind und auch als ich schon zu Hause war. Aber die fühlten sich alle nicht richtig an. Und ich denke jetzt mit ein bisschen Abstand, denn ich bin jetzt wirklich 2 Monate aus dem Unternehmen, aus dem Arbeitsprozess raus, konnte für mich auch nochmal Sachen reflektieren. Und ich kann sagen, ich bin unendlich dankbar dafür, dass ich die Zeit mit meinen Kollegen, mit meinen Vorgesetzten, den beiden wirklich wichtigsten, hatte. Und ich bin unglaublich dankbar für all die Dinge, die ich lernen durfte. Denn nochmal, ohne diese Erfahrungen, sowohl positive als auch negative, würde ich heute nicht hier sitzen, nicht mit meinem Mindset, nicht mit meiner Erfahrung, nicht mit meinem Wortschatz und nicht mit den Themen, mit denen ich heute über euch reden könnte. Und das ist mir nochmal ganz, ganz wichtig, hier Danke zu sagen. Aber ein viel, viel größeres Danke gilt euch. Denn ohne ein jeden Einzelnen, ohne ein jeden einzelnes Like, ohne ein jeden einzelnen Kommentar, ohne ein jedes einzelne Teilen von euch, würde ich heute nicht hier sitzen. Hätte heute nicht die Chance, selbst zu bestimmen, wann ich arbeite, wie viel ich arbeite, für wen ich arbeite. Und ich hätte gar nicht die Gelegenheit, mehr Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Denn das, was in den vergangenen 8 Jahren in meinem Job los war, war ein 24-7-Job. Ich habe jeden Tag meinen Job vor meine Familie gestellt, weil ich einfach da sein musste, aus innerem Antrieb. Heute kann ich mich selbst organisieren, heute kann ich selber entscheiden, wann ich arbeite und heute habe ich viel, viel mehr Freizeit für meine Family. Und das auch noch bei einem deutlich interessanteren Gehalt. Das machen wir aber einfach mal in einem anderen Teil, denn es steht ja jetzt auch noch aus, wo ich jetzt wirklich stehe mit meinen Einnahmen, was ich verdiene und und. Das hatte ich euch vor knapp 4 Monaten schon mal angeboten, dass ich da gerne ein Video zu machen möchte. Bedingt durch die Situation mit meinem Arbeitgeber wäre das aber eher kontraproduktiv gewesen und hätte mir wahrscheinlich nicht geholfen, so aus der Situation zu kommen, wie ich es aktuell bin. Deswegen, das steht auch noch aus und ich würde sagen, lasst uns zusammen die nächsten Monate und Jahre rocken. Lasst uns den Space hier komplett umkrempeln und gemeinsam, bin ich mir ganz sicher, wird das großartig, was wir hier zusammen erreichen werden und vor allen Dingen, was wir hier auch schaffen werden. In dem Sinne, 1000 Dank an einen jeden Einzelnen da draußen und wenn du nur das Video guckst, ist es ganz egal. Du unterstützt mich und das bedeutet mir sehr, sehr viel. In dem Sinne, schön, dass ihr so lange an diesen 2 sehr persönlichen Teilen dran wart. Ich freue mich auf euer Feedback. Danke euch. Ciao, ciao.